Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. So, wir müssen noch ein paar Verstoßene finden, damit wir mit denen quatschen können. Das heißt, hier links hoch müsste noch einer sein. Irgendwo hier durch. Ah, sieht doch gut aus. Hallo, Pisco schickt mich. Wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Ah ja. So, drei? Wieso waren denn das jetzt erst drei? Da ist noch einer. Hat er aktualisiert? Oh, wo denn? Schatztruhe und Gold. Ja gut, also das ist jetzt erstmal unwichtig. Moment, ich glaube, ich muss hier runter. Ein Monolith und hier ist noch mal eine. Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am dritten Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Ah, da kriege ich jetzt nochmal die Kondornester. So, und wir können den Monolithen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Okay. Da ist noch ein Kondornest. Da muss ich auch noch hin. Welchen Wegpunkt setzen? Und irgendwo hier links ist dann wohl noch ein Schatz versteckt. Folge den Kanälen wohl. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh, so, nee, Moment, jetzt bin ich irgendwie zu weit gegangen, glaube ich. Ah, ich bin noch drin, okay. Aber wo muss ich buddeln?
Normalerweise ist es ja relativ offensichtlich, dass hier nicht genug Platz. Fehlende Ausrüstung. Das ist nützlich. Wunderschön. So. Jetzt noch oben zu dem Kondornest irgendwie. Und na, ich kann erst noch hier rechts mit dem letzten Verstoßenen quatschen. Komm und sieh dir meine Ware an. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Ja, bin ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Ja. Shoppi, Shoppi, Shoppi. Toxin. Fallgift. Das ist beides voll. Jetzt haben wir hier Laservisier. Puppe und eine Jägerin. Von der Händlerin Moreka getragen, als sie noch jünger war und sich weit weg vom Paititi wagte. Mehr Erfahrung vom Jagen und Konzentrationslänger. Militärisches Gerät zum Seite, dann wird zum schnellen Bewegen an Seilstrengen und am Abseildraht sowie zur Zerstörung dicker Seilbarrieren benutzt. Genau das brauche ich. Und Dietriche. Na toll. Okay, die Dietriche sind jetzt erstmal wichtiger. Ein gutes Geschäft. Jetzt muss ich Sachen verkaufen, damit ich irgendwie ankomme. So, Golderz kann ich ein bisschen was verkaufen. Nehmen wir mal. So. Viel Spaß damit. Stoff will ich nicht verkaufen. Jadeerz. Kann ich ein bisschen was verkaufen? Machen wir mal so. Ein gutes Geschäft. Und den Rest kann ich halten. Naja, so. Könnte ein paar von den Pflanzen eigentlich auch verkaufen, oder? Ja. Medizin benutze ich eh kaum. Sammle ich schon immer wieder ein. Auch hier die Wahrnehmungspflanzen, weil ich das Zeug auch eigentlich nicht benutze. Danke. Die Konzentrationspflanzen. Ein gutes Geschäft. Pilze, Pilze, Pilze. Da kaufen wir auch ein paar. Fett, Bergungsgut könnte ich theoretisch verkaufen, aber nee. Gut, dann können wir nämlich jetzt auch tatsächlich das Aufstiegswerkzeug kaufen. Viel Spaß damit. Und wir haben immer noch jede Menge. 7200 allerdings für das purpurne Jäger-Outfit. Das will ich jetzt noch nicht haben. Mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. So, und dann kann ich nämlich mich jetzt um die Schatztruhe und die Kondoren kümmern. Zunächst einmal Kondorfedern, damit ich die Herausforderung abgeschlossen habe. Und jetzt kommen wir wieder hier. Kakao. Verbessern die Ausdauer. Hier hoch. Go, 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 go.
Dafür habe ich nicht genug Platz. Ah ja, wieder. Hm, ah, kann ja auch nicht. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ja. Da oben. Hm. Und hier hoch, alles klar. Zack. 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 Die ist besser als Kratos, die gute. So. Wunderschöne seltene Feder eines Kondors. Und ist das Jade? Sehr gut. Was ist das hier? Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommunizieren. Es riecht immer noch nach Kupal. Okay. Schön. Ah, und noch was zum Lesen. Ah, wir kommen langsam auf die nächste Stufe. Der Gipfel dieses Berges verschwindet in dichten Wolken. Was die beiden kleineren Hügel an den Seiten des Berges darstellen sollen, ist mir allerdings ein Rätsel. Hm. Das wirst du auch noch erfahren. So, das Kondornest ist... Also jetzt für uns mehr, nicht mehr weiter interessant. Na gut, der Wegpunkt ist auch nicht mehr gegeben. Ah. So. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ah ja, hier sind wir richtig. Ja. Moment, warte mal. Auf der Karte ist doch hier aber Gold. Das will ich mir dann schon noch holen. Immerhin habe ich ja gerade einiges an Gold verkauft, ne? Tiefer? Ah. Spannend, spannend. Wie kommen wir denn da hin? Ach, guck mal. Hier kann ich nur noch langsam laufen. Warum? Also manchmal ist es echt seltsam. Mal auf. Ah. Hier rein. Nein. Spannend. Wie komme ich an das Gold? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Noch ein Basislager. Den Marktplatz, okay. Ja, offensichtlich scheine ich nicht so wirklich in das Gebäude. Also ich muss wahrscheinlich in das Gebäude. Ich komme aber momentan nicht wirklich rein. Nicht genug Platz. Hier? Die machen hier Action. Relativ unspannend, okay. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Ja. Wenn du das sagst, alles wird voll. Es wohl so sein. Mehr tragen. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ich bin jetzt nicht so der Wollhandtaschenfreund, aber nun gut. Ich will da oben auf das Haus. Hm.
Das ist das Haus hier? Ja, ich glaube, es ist das Haus hier. Scheint aber keinen Weg in dieses Haus zu geben. Muss ich durch den Tempel vielleicht? Na gut, gehen wir erstmal hier lang. Jetzt fangen sie an zu quatschen, ja? Na, guck mal, kann ich nochmal. Hey, Clown ist auch voll. Okay, hier komme ich wieder rein. Dann kann ich jetzt auch die Schatztruhe öffnen. Sie ist gut mit Dietrichen. Oh, gibt auch direkt wieder was zum Lesen, ja? Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft. Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen. Okay. So, jetzt muss ich schon mit dir wieder quatschen. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Das war ja einfach. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Und trotzdem nervt es mich, dass ich jetzt nicht hier in das Gold rankomme. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aber irgendwie schon richtig. Nervig. Schwarzpulver nehmen wir mit. Das brauche ich. Was zum Lesen. Amaru kehrte zur Beisetzung seines Bruders zurück, untröstlich während der Bestattung und anschließend wie erstarrt. Am nächsten Tag durchkämmte er jedoch die Stadt. Er entlarvte den Anführer der Kultisten und stellte diese als Fremde bloß. Es wird Zeit, dass die Bewohner von Paititi die Kontrolle über ihre Stadt übernehmen, sagte er,
einen abgetrennten Kopf in der einen Hand und das blutige Messer in der anderen. Nie wieder werden wir uns Fremden beugen. Aha. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Diese Aussage ist auch nur leicht nervig. Monolith freigeschaltet, alle Dialekte verbessert. Und ich kann jetzt einen neuen Monolithen entziffern. Platz da. Ich hab deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Ja. Mehr oder minder gern geschehen. So, dann war hier ein Monolith mitten im Wasser. Gucken wir mal, ob ich den jetzt entziffern kann. Tanzamasatzka oder so. Hm? Oh. Schön. Vorher dran vorbeigelaufen. Falscher Monolith. Das hier ist der Monolith. Ich verstehe es nicht. Ah, falsche Sprache. Der Monolith? Ich weiß es nicht. Setzen wir hier noch einen Wegpunkt. Es ist fast wie kreolisch. Ah, das war der Mam-Dialekt, okay. Schauen wir uns mal die restlichen Teile, die wir da erstmal noch haben, von denen wir jetzt erstmal noch wissen, dass sie da sind. Wer bist du? Ich bin Lara. The Croft. Vernichterin der Welt. Zerstörerin unzähliger Tempel und archäologischer Funde. Oh, hi. Lies mich. Geboren in Hunger, aufgewachsen in der Rebellion, ein Waisenkind, doch nie allein. Er erhebt sich als die Sonne. Ah ja. Das freut mich für ihn. Ah, jetzt echt, da bräuchte ich das versteckte Messer für. Und was ist damit? Moment, hier ist doch ein Kryptoeingang. Oder nee, war kein, hier ist kein Kryptoeingang. Ah! 30. November 1603. Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. Ich verabscheue sie nicht, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören, doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen. Thank you.
Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coat Lique, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Und mit diesem lehrreichen Dialog, Vortrag, verabschiede ich mich aus der aktuellen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Stiffel.